Hallo und herzlich willkommen. Höre ich da schon wieder Kreuzworträtselrunde, Rätselrunde, Rätselrunde, Runde? Ja, das ist der Fall tatsächlich. Es ist mal wieder soweit. So, heute auch mal wieder ohne Competition, aber dafür mit Preisrätsel. So, kleines Lokal. Kneipe? Kneipe. Ist es nicht. Oh, ein kleines Lokal ist keine Kneipe. Ist, Lokalchen. Ist auch ein kleines Lokal. Lokälchen. Japanische Hafenstadt. Da versuche ich mal noch nicht. Führende Position ist ein Leiter zum Beispiel. Aber das muss nicht so sein. Nö, nö, nö. Aber immerhin. Vorsichtig ziehen. Zupfen. Haha. Und die leitende Position ist doch nicht etwa die Spitze. Dann glaube ich, die meinen hier Osaka. Ja. Schulfach ist Mathe nicht. Deutsch nö. Sport nö. Physik. Bam. Haltung. Pose. Haha. Lateinisch Ding. S. Einfach nur S. Ohne was davor. Fluss durch München war doch Isar. Genau. Res. Res ist das Ding. So, dann haben wir hier die Rippe. Und dann haben wir hier das Fell. Dann haben wir die Sohlen. Teil eines Videos. Minuten. Nein. Suchtstoffe sind Drogen. Aber sind es nicht. Es sind Opiate. Opiate. So, österreichisches Bundesland. Ja. Kenne ich mich ja so aus. Ich bin froh, dass ich 16 deutsche Bundesländer aufzählen kann. Vielleicht nicht alphabetisch. Und vielleicht muss ich überlegen, bevor ich eins doppelt sage. Aber ja. Deutsch-amerikanischer Ökonom. Mir doch egal. Prachtbau ist eine Villa, ist ein cooles Haus, was weiß ich. Preisabzug, Preisabzug, Rabatt. Dann könnte es auch noch Skonto sein. Skonto wird, falls wir das nicht schon mal hatten, gewährt, wenn man, sag ich mal, innerhalb eines gewissen zeitlichen Rahmens zahlt, üblicherweise eher bei Einkäufen von Unternehmer zu Unternehmer. Es gibt, glaube ich, also mir fällt kein Laden ein, wo du einfach so reingehen kannst und dann auf einmal Skonto bekommst, angeboten, wenn du nicht gerade Unternehmer bist. Englisch-Eingabe. Input. Ja. Karnevalist. Ein Narr. Okay, Boxausdruck. Ach so. Ein Haken oder ein K.O. oder sowas. Vermutlich. Filmbearbeiter, der Cutter. Ja. Resonanz? Alle Zeit. Alle Zeit. Jederzeit. Alle Zeit. Nee. Immer eigentlich, aber passt nicht. Was haben wir hier noch? Die Ruhr. Die fließt durchs Ruhrgebiet. Elektrisch. Langohr. Ist diesmal der Esel, nicht der Hase. So, Strom zur Nordsee könnte die Elbe sein. Dicke Seile sind Taue. Undurchsichtig ist T. Rübe. Was haben wir noch? Die Rechte. Das ist nicht nur ein Boxausdruck, das ist auch noch ein juristischer Ausdruck. Pilzköpfe sind natürlich die Beatles. Ich möchte jetzt mal nicht zitieren, was bei TV Total Superbrain mal damals gesagt wurde.
auch wenn ich es lustig fand. Ostfriesischer Männername Eni? Keine Ahnung. Nee, Eno. Natürlich. Kellner ist der Ober. Gibt es auch den Unter? Jedenfalls haben wir hier noch den Nachhall. Das wird nicht besser hier. Was ist denn der Prachtbau? Palast. Ah. Otke. Otte. Otte. Ja. Dann ist das hier Tirol. Und dann alle Zeit ist stets und dann sind wir doch schon gut. In Saus und Braus. ESP ist das. Fingerzeig ist ein Tipp. Ja. Und dann haben wir hier noch ein Bistro und dann fehlt uns noch was und zwar die Tonspur. Ja, gut, hoffentlich. Oh, ich muss gerade mal gucken. Okay, meine Tonspur ist da. Meine beiden Tonspuren, die ich aufnehme, sind beide da. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach sagen: Oh, jetzt ist ja auf einmal eine Tonspur weg. Huch, wie hat er das denn gemacht? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber keine Sorge, die Tonspuren können ja auch wieder da sein. Tja. Ja, gut, dass ich mich mit sowas auskenne und dass ich niemals vergesse, Tonspuren anzumachen. Wie weit sind wir eigentlich schon drin im Video? 6:30 ungefähr. Och, das geht ja. Eine Ranch. Oh, das ist ja mal schön. Weiß ich noch nicht. Aber doch, jetzt weiß ich's. Okay, ich habe schon mal die 6 raus. Hoppla. Okay, ja. Ich habe zumindest auch die 8 schon raus. Salz der Essigsäure. Oha. Boxausdruck könnte wieder die rechte sein. Ja, ist es auch. Okay, Stadt in Alaska. Nicht einfach, nicht einfach. Spanischer Ritter. Bruder Kains, das weiß ich zumindest. Damit habe ich die 3. Die hatte ich sowieso schon wegen dem tierischen Fett, aber trotzdem. String oder String? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Aber was ist das Salz der Essigsäure? Das weiß ich noch nicht. Obwohl, doch, ich glaube, es könnte. Das würde zumindest Sinn machen. Okay, jetzt müsste ich nur mal die Stadt in Alaska rauskriegen, um das zu bestätigen. Südamerikanisches Gebirge. Ach, wie heißen die denn nochmal hier? Sombrero? Nein. Aber O am Ende passt auf jeden Fall schon mal. Maisfladen. Okay, die 4 habe ich damit auch. Was habe ich denn jetzt alles schon? Die 3 hatte ich gemeint, habe ich. Die 4 habe ich. Die 2 könnte man vielleicht noch irgendwie. Der Inkling ist natürlich der Tintenfisch. Nein. Blechbüchse. Okay, ja. Falten. Ja. Gute Frage. Okay, die Nanosekunde habe ich. Dann, ich weiß, was die 2 ist. Dafür brauche ich den Tintenfisch gar nicht. Okay. Dann haben wir hier den Buchstaben. Die 3 war das. Was ist hier? Die Wärme betreffend. Ja. Okay.
Das weiß ich, das kenne ich, dieses Wort kenne ich wegen Stardew Valley. Okay, dann weiß ich jetzt auch. Aha. Löschfahrzeug. Okay, ja, auf jeden Fall, ich weiß, was die 1 ist. Das ist, dann haben wir doch nicht etwa sowas wie Mallorca. Ich muss mal gucken, was war denn die 7? Ah ja, doch, Mallorca würde ich sagen, ist das Wort. Ja, ich denke, auch wenn ich noch die 5 und die 6 eventuell nicht weiß. Ach nee, doch, die 6 weiß ich. Die 5, wenn ich die 5 jetzt noch musikalisch gehalten. Ah. Ja, altdeutsches Gewicht. Jetzt-Zustand ist das. Also ist, kann man jetzt einfach so sagen. Oh Gott. Wie hieß denn aber das nochmal? Nebennierenhormon, das hilft mir jetzt, glaube ich, nicht so sehr. Ich glaube, das Ding ist, ich weiß, das ist dieser Fischfangkorb, ist genau das Wort, was in Stardew Valley vorkommt. Und es fängt mit R an. Und es hört mit E auf. Und danach weiß ich nicht so recht. Das ist traurig. Aber Limette können wir hier mal eintragen. Vielleicht hilft uns das. Also ich bin trotzdem dafür, es war Mallorca. So, dann haben wir hier die Flinte. Musikalisch gehalten, Abkürzung. Ist das eine Reuse? Reuse hieß das, die Krabbenreuse, ja. So, was ist denn das nochmal? Sist, Sast, Sost, Sost. Na, ach ja, die 5 war ja ein O, laut Mallorca. Da habe ich mich jetzt so gerade blöd angestellt. So, dann haben wir hier das Lot. Dann ist das doch nicht etwa Insulin. Haha. Dann haben wir Hani und Nani. Tatortkommissar weiß ich noch nicht, aber dafür weiß ich Thermal. Ja, Maisfladen ist die Tortilla. Tortiala. Natürlich, so heißt die. Klein aber. Oho! So, Spanisch Fluss ist Rio, so wie im Portugiesischen auch. Regelmäßiger Bezug ist ein Abo. Ist nicht Hartz IV. Fruchtform ist eine Beere zum Beispiel. Gliedertier ist eine Assel. Aha, da haben wir hier süß. Okay, irgendein Hase. Dann ist das bestimmt Thiel und wow, ja, fertig. So, dann ist der String wohl der Tanga. Wie hießen die denn nochmal? Casanovero. Nein, Quatsch. Körperteil. Nase. Ist es nicht. Okay, was gibt's noch für Körperteile? Tragen wir erstmal die Rechte ein. Tierisches Fett ist Talg. Keins Bruder ist Abel. Stadt in Alaska. Bin ich mir noch nicht. Ach, Cabanero. Ich überlege gerade, hieß das wirklich Caballero? Oh Mann. Wie komme ich denn auf nie auf das Tilde N, welches da man da ja sowieso nicht so gut eintragen kann? Kalkulieren ist rechnen. So, Tanaris, nein. Südamerikanisches Gebirge. Die Anden? Aha. Tanani. Tananana. Ja, wenn man einfach den ersten Buchstaben bei Banana austauscht. So, das ist ein cooles Wort, das ist mir früh eingefallen, der Bauernhof. Falten, weiß ich noch nicht, aber ich weiß. Huch. CM. Und ich vermute mal, Falten ist irgendwas mit CH.
So, Nanosekunde ist natürlich diesesjenige. Dann haben wir hier Sam. Und. Ach nee, knicken. Nicht knichen. Knicken. So. Und dann haben wir hier den Feldhasen. Sepia war das. So, da fehlt ja nicht mehr viel. Das ist dann wahrscheinlich der Hals. Und wir haben's. So, jetzt kommt noch das Preisrätsel. Das erkennt man zumindest soweit. Das ist gut. So, erkennt man es jetzt besser? Keine Ahnung. Aber man erkennt es. Respektive. RSP? Nein. Res ist auch nicht richtig. Okay. Dann mache ich das mal noch nicht. Umgangssprachlich 2. Warte mal. Respektive Abkürzung. Ach so. Beziehungsweise meinten die. Ja, natürlich. Und auch. Umgangssprachlich blank putzen. Ja. Vorsicht, bei dem, was ich jetzt eintrage, das heißt einfach nur etwas polieren oder blank putzen. Und ich hoffe, das Wort, was ich eingebe, ist wirklich richtig. Ansonsten mache ich mich gerade zum Horst. Oh, interessant. Wischen ist es aber auch nicht. Okay, ich hätte jetzt nämlich bei blank putzen gedacht, dass die das Wort für polieren meinen. Und ich habe mich gerade anscheinend damit zum Horst gemacht. Gibt zum Beispiel Schuhpolitur, die heißt sogenannte Schuhwichse. Da sollte man aufpassen, dass das kein Schimpfwort oder sowas in der Art ist. So, dann machen wir erstmal das Ö. Dann machen wir so wie. Und jetzt bin ich mal gespannt. 48. Staat der USA, woher soll ich denn das wissen? Hilfe. Fluss durch Pisa. Der schiefe Fluss von Pisa. Nee. Hausflur. War. Machen wir erstmal den Ofen. So. Oh je. Okay, hellroter Wein ist ein Rosé. Kaufmännisch Bestand. Auch wieder ist. Schöpferisch. Kreativ. Haha. Eine Ölfrucht ist eine Olive. Einteiler. Ein Einteiler ist ein Overall. Ja. Party ist eine Fete. Das Verkehrsmittel ist das Auto. Europäische Hauptstadt. Machen wir erstmal hier das Set. Dann gehe ich mal davon aus, die meinen Moskau. Moskau, wirft die Gläser an die Wand. Japanisches Fischgericht ist natürlich Sushi. Dann haben wir hier Arizona. Gegenteil von offen ist zu. So, Flussgestade ist ein Ufer. Huch! Achso, warte mal. Hier kann ich. Warum habe ich da schon ein E drin? Achso, nee, weil das E angeblich richtig war, oder? Nach Wienern. Wienern meinen die. Nee, dann ist das ja das nicht gewesen. Okay. Lateinisch im Jahre ist Anno, huch, Anno. Und Arno ist der Fluss durch Pisa. Sehr schön. Und wir haben die Vernunft freigeschaltet, die uns sagt, dass es in Wirklichkeit Wienern ist und nicht was anderes. Ich hätte jetzt mich wirklich gefreut, wenn es das andere Wort gewesen wäre. Ja, man liest, was man, oder man denkt, was man denken möchte, ne? Ja, so ist das nämlich. Da mache ich schon diese extra schöne Ankündigung, dass dieses Wort ein wenig interessant aussehen könnte und dann ist es nicht mal richtig. Ach, herrlich. Okay, auf jeden Fall, damit haben wir das heute wieder mal geschafft. Ja, wir sind noch unter 20 Minuten geblieben für drei Rätsel. Läuft, würde ich mal sagen. Ja. Und ansonsten, wir nähern uns immer weiter mit kleinen, aber großen Schritten der 100. Und da bin ich ja mal gespannt. Ich bin schon am Überlegen, was ich mache als Ausgleich dafür, dass ich letztens ein Rätsel verpasst habe. Und wenn es auch nur eins von zweien war, die an einem Tag gelöst worden wären.
Da muss ich noch mal überlegen. Da muss es irgendeine Möglichkeit geben. Ich glaube nicht, dass ich deswegen eine Folge extra mache. Hust, hust. Ja, ich habe den Kommentar gelesen. Aber ich lasse mir definitiv was einfallen, womit ich das insgesamt wieder ausgleiche. Und wenn es erst zu Folge 100 ist. Zu Folge 100, schickt mir alle eure. Nein, nein, wenn ich jetzt sage, schickt mir alle eure Rätsel und ich muss die alle in Folge 100 lösen, nee, da komme ich ja nie, da wäre ich ja nie fertig. Also dementsprechend erstmal, bye bye bye.